Hört alle her. Ich werde Tränen aus euren Augen strömen lassen. Niemand wird ruhen. Pfeile des Gifts werden jeden treffen. Fieber werden die Stolzen niederwerfen und unheilbare Krankheit wird wie ein Blitz einschlagen. Denn der Allmächtige sagte, ich wische den Menschen, den ich erschuf, vom Antlitz der Erde. Von 1348 bis 1350, drei entsetzliche Jahre lang, trieb die Pest, der schwarze Tod, die Menschen des Mittelalters an den Rand einer Apokalypse. Die Lebenden erwarteten nur noch den Tod. Überall auf den Friedhöfen stapelten sich die Leichen. Das Ausmaß des Todes überzeugte die Lebenden durch die bitteren Ereignisse davon, dass das jüngste Gericht bevorstand. Es war eine Welt ohne Hoffnung, scheinbar von Gott verlassen. Von Italien bis Irland verlor Europa fast die Hälfte seiner Bevölkerung. Mehr als 20 Millionen starben. In dieser Krise war die mittelalterliche Gesellschaft bis zum Äußersten belastet. Keine Medizin konnte den Kranken helfen. Grausame, makabre religiöse Kulte entstanden und die Moral brach zusammen. Die Menschen verfolgten einander mit brutaler Gewalt. Niemand wusste, wer oder was danach kommen würde. Der Antichrist? Das Ende der Welt? Aber einige überlebten und legten Zeugnis von der Verzweiflung ab. Schriftsteller, Ärzte, Anwälte, Priester, einzigartige Augenzeugen des Kampfes gegen den Tod. Ihre Worte eröffnen uns intime, schockierende und überraschende Einblicke in eine der schlimmsten Heimsuchungen in der Geschichte Europas. Doch trotz des Traumas stürzte der Kontinent nicht in ein neues, dunkles Zeitalter. Im Schrecken und in der Tragödie des Schwarzen Todes war der Keim zum allmählichen Wiedererwachen Europas angelegt. Mitte des 14. Jahrhunderts war Europa nicht der dunkle Kontinent, als den ihn die Geschichte so oft darstellt. Europa war stark bevölkert, kultiviert, mobil und fromm. Die Menschen waren in Bewegung. Händler, Kaufleute, Pilger, Soldaten, Bürokraten, Leute aus jeder nur denkbaren Berufsgruppe waren in dieser Gesellschaft unterwegs. Nirgends gab es mehr Reichtum, mehr Handel und Kommerz als in den Häfen und Städten Norditaliens. Florenz mit seinen über 100.000 Einwohnern wurde mit einem reifen Granatapfel verglichen. Ein wabernder Ameisenhaufen menschlicher Kontakte. Händler und Bauern, arm und reich, Geschäft und Vergnügen. The population was tremendous. Die Bevölkerungszahlen waren enorm, die Städte groß und überfüllt. Dort zu leben garantierte einen gewissen Wohlstand. Deshalb zogen sie viele Leute an. Also die Art Ort, die eine Krankheit liebt. In diesen mittelalterlichen Schmelztiegel schlich sich im Herbst 1347 eine schreckliche und geheimnisvolle Krankheit ein. Sie wurde von Seeleuten eingeschleppt, die vom Schwarzen Meer im Osten zurückkehrten. Die Pest bereits in ihrem Blut und ihrem Atem. Anfangs hatten die Leute keine Ahnung vom Ausmaß des Schreckens, der sie treffen würde. Die Krankheit, die später als der Schwarze Tod bekannt wurde, sollte jeden Teil des mittelalterlichen Lebens bedrohen. Die Gesellschaft, die Religion, das Lehnswesen, die Familie. In Piacenza dokumentierte ein Anwalt den Einzug der Krankheit, Gabriele de Mussis. Ich wurde gedrängt, aufzuschreiben, was hier geschah. Jede Stadt, jede Siedlung, jeder Platz war vergiftet von der ansteckenden Pestilenz. War eine Person erkrankt, vergiftete sie ihre ganze Familie. Und wer damit beschäftigt war, die Toten zu begraben, wurde vom Tod auf dieselbe Weise eingeholt. Denn der Tod kam durch die Fenster
Und während Städte und Gemeinden verwüstet wurden, trauerten die Überlebenden um ihre toten Verwandten. Italien wurde als erstes Land von dieser beunruhigenden Seuche betroffen. Niemand war auf die Geschwindigkeit und den Schrecken der Krankheit vorbereitet. Die Leute erkrankten an einem grippeähnlichen Fieber und begannen zu erbrechen. An ihren Nacken, in den Achselhöhlen und Leistenbeugen entstanden eitergefüllte Schwellungen oder Beulen. Auf der Haut verursachten innere Blutungen violette und schwarze Flecken. Der Tod trat innerhalb einer Woche ein, infolge einer Lungenerkrankung, einer Lungenentzündung ähnlich. Innerhalb von 2-3 Monaten waren 20% der Bevölkerung tot. Es war wohl natürlich, fassungslos, versteinert zu reagieren und nicht zu wissen, was man tun kann, um das Sterben aufzuhalten. Obwohl es keine bekannten Heilverfahren gab, versuchten viele Ärzte ihr Bestes. Gentile da Foligno war einer von ihnen. Als Chefarzt an der Universität von Perugia erkannte er nach und nach, wie unaufhaltsam die Krankheit war. Diese Pest, wie die Pisaner sie nennen, oder Epidemie, oder wie immer du sie heißen willst, ist schrecklicher als alles, was wir bisher gesehen haben. Keine Krankheit von vergleichbarer Bosheit wurde je beobachtet. Dennoch klammerten sich verängstigte, wohlhabende Bürger an jede Hoffnung. Sie versuchten, sich ihr medizinisches Heil zu erkaufen. Die unmittelbare und spezielle Ursache ist ein bestimmter giftiger Stoff, der vom Herzen und der Lunge erzeugt wird. Meine Aufgabe ist nicht, mich ob des Himmels zu sorgen, sondern mich auf die Symptome zu konzentrieren und das Möglichste zu tun. Gentile riet den Leuten, Salat zu essen und abwechselnd auf der linken und der rechten Seite zu schlafen, um die Temperatur der Leber stabil zu halten. Auf dem Rücken zu liegen, könnte katastrophal sein. Er rieb die Leute mit fortgeschrittenen Symptomen mit einer Paste aus Harz, den Wurzeln von weißen Lilien und getrockneten menschlichen Exkrementen ein. Der menschliche Körper wurde benutzt, um sich selbst zu helfen. Blut oder Exkremente oder andere Abfallprodukte, die, wenn sie destilliert wurden, einen gewissen Zauber, eine Medizin ergeben, die wirksam sein könnte. Aber solche Behandlungen wurzelten in der mittelalterlichen Vergangenheit und versagten ohne Ausnahme. Auch der Arzt Gentile da Foligno scheiterte. Am 18. Juni 1348 wurde er Opfer der Pest. Als die Leute erkannten, dass die Krankheit unheilbar war, blieb ihnen nur ihr Glaube an Gott und das Bemühen der Kirche. Lag eine Person krank im Haus, wollte niemand in die Nähe kommen. Enge Freunde gar versteckten sich und weinten. Selbst der Arzt kam nicht. Der Priester, von Panik befallen, spendete ängstlich und zitternd die Sakramente. Niemand wusste, was zu tun. Religion war kein Schutzschild gegen die Krankheit. Die Geistlichen, die den Sterbenden tapfer die Sakramente spendeten, fielen der Krankheit oft selbst zum Opfer. In Piacenza lichtete der schwarze Tod die klerikalen Reihen. Über 60 Priester starben. Angst war gepaart mit Unwissenheit. Manche glaubten, die Krankheit werde durch Blickkontakt übertragen. Andere, allein der Gedanke daran bringe den Tod. Die italienische Gesellschaft fürchtete ernsthaft um ihren Bestand. Die Krise wurde von Giovanni Boccaccio beschrieben. Dieser florentinische Schriftsteller legte am präzisesten und erschreckendsten Zeugnis von der Seuche ab. Solch Schauder erregte die Heimsuchung im Herzen der Männer und Frauen, dass ein Bruder den anderen verließ, der Onkel den Neffen, die Schwester den Bruder und oft die Frau ihren Mann.
Schlimmer noch und nahezu unglaublich. Väter und Mütter weigerten sich, ihre kranken Kinder zu sehen und zu pflegen, als ob sie nicht ihre eigenen seien. Verwirrt und verängstigt, ohne Schutz oder Verständnis, mieden Familien und Freunde einander. Fast alle übernahmen dieselbe grausame Politik, welche besagte, die Kranken und alles, was ihnen gehörte, zu meiden. So dachte jeder, zu finden seine eigene Sicherheit. Die Leute glaubten, 1348 der Weltuntergang sei nah. Sie wurden von einer nie dagewesenen Katastrophe heimgesucht und es schien nichts zu geben, was man dagegen tun konnte. Sie wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Indem die Bindungen in der Gesellschaft auseinanderbrachen, geriet das mittelalterliche Leben allmählich aus seinem Rhythmus. Ernten wurden nicht eingefahren, das Vieh nicht gehütet. In Siena wurden Gerichte geschlossen und die Bauarbeiten am Dom eingestellt. Eine Arbeit, die später nur ansatzweise wieder aufgenommen wurde. Das Hauptschiff ist bis heute nicht vollendet. Mit dem Tod lokaler Führungspersönlichkeiten kam das Stadtleben zum Erliegen. Das Ausmaß der Katastrophe wurde allmählich sichtbar. Zu den Kranken und Sterbenden kam noch hinzu, dass auch nichts mehr funktionierte. Körper wurden nicht beseitigt. Die sanitären Anlagen, sofern sie überhaupt existierten, brachen zusammen. Essen wurde nicht zubereitet, Brot nicht gebacken. So kam zusätzlich zu der Krankheit der Hunger und das Problem, irgendeine Art von Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Autorität der menschlichen und göttlichen Gesetze schwand gänzlich während dieses Leidens in unserer Stadt. Denn wie andere Menschen auch, waren die Minister und Vollstrecker der Gesetze alle tot oder krank oder verbarrikadierten sich mit ihren Familien, sodass keine Verhandlung stattfand. Deshalb konnte jeder tun, was er wollte. In einer Welt, die scheinbar von Gott verlassen war, erwartete niemand zu überleben. Viele benahmen sich, als sei jeder Tag ihr letzter. Die italienische Gesellschaft löste sich in dramatischer Weise moralisch auf. Sie fanden, das sicherste Heilmittel gegen die Pest wäre, sich zu amüsieren, jeden bestialischen Hunger zu stillen. Sie zogen Tag und Nacht von Taverne zu Taverne, tranken maßlos und betraten ohne Hemmungen anderer Leute Häuser. Sie taten, was sie wollten. Sie konnten das, weil viele ihre Häuser verlassen hatten, sodass sie Allgemeineigentum wurden. Und jeder Fremde, der hineinging, bereicherte sich nach Belieben. Im Frühjahr und Sommer 1348 grassierte der Tod unaufhaltsam. In Venedig starben etwa 90.000. In Florenz die Hälfte der Bevölkerung. So groß war die Zahl der Leichen, die gebracht wurden jeden Tag, jede Stunde, dass es nicht genug geweihte Erde gab, sie zu begraben. Da die Friedhöfe bereits voll waren, war man gezwungen, riesige Gräben zu graben, in denen man die Körper zu Tausenden verscharrte. In Siena, nahe dem berühmten gotischen Dom, warf man Opfer in Fundamentnischen der alten Stadtmauer. Dort liegen sie noch heute. Ein Chronist der Zeit notierte: Weitere Körper wurden auf die Leichen gelegt, über die wieder etwas Erde kam. Auf diese Weise stapelten sie eine Lage über die andere, so wie man Käse in einer Lasagne übereinander schichtet. In Mailand führte die Angst vor Ansteckung zu einem brutalen Erlass. Die Stadtverwaltung ordnete an, die Häuser von Kranken abzusperren und zu verbarrikadieren. Die Opfer ließ man zum Sterben darin zurück. Jeder glaubte mittlerweile, dass Gott die Welt bestrafte. Das übrige Europa wappnete sich und suchte nach Antworten. Konnte irgendetwas Gottes Zorn besänftigen? Nun, da sich der schwarze Tod in Europa ausbreitete,
wetteiferte der Schrecken der Krankheit mit dem Schrecken, den die Menschen als Antwort ersannen. In 6 Monaten hatte der Schwarze Tod Millionen Menschenleben gekostet und Italien verwüstet. Im Frühjahr 1348 erreichte er Südfrankreich. Die Krankheit folgte natürlich den Handelsrouten durch Westeuropa, die sich im 14. Jahrhundert zu einem wohl ausgebauten Netz entwickelt hatten und vorwiegend von Italienern benutzt wurden. Diese exportierten die Krankheit erfolgreich in andere Teile Europas. In den folgenden Monaten sollte die Angst vor dem Schwarzen Tod die Kirche in ihrem Innersten treffen und bizarre Reue-Rituale hervorbringen. Viel schlimmer noch, sie sollte ethnischen Hass in erschreckendem Ausmaß auslösen. Die Pest breitete sich schnell landeinwärts bis zum Papstsitz in Avignon aus. Hier, nicht in Rom, hielt Papst Clemens VI. Hof. Avignon war zu dieser Zeit völlig geprägt von religiöser Macht, Günstlingswirtschaft und Diplomatie. Das Kernstück der Stadt war natürlich der Papstpalast. Ein riesiges Unternehmen von 600-700 Leuten. Aber er war mehr. Der Treffpunkt Europas, an dem Kultur, Politik, Theologie, Kunst und Wissenschaft zusammenkamen. Der Papst war Gottes Stimme auf Erden. An seinem Hof brodelten Klatsch und Gerüchte. Sicher würde die Religion sie retten. Am Hof begann der Musiker und Philosoph Louis Heiligen mit einem einzigartigen Bericht über die Ankunft und die Auswirkungen der Krankheit. Die gesamte Provinz ist infiziert von der Katastrophe. Seefisch wird nicht mehr einfach gegessen. Die Menschen glauben, er sei vergiftet von der infizierten Luft. Man glaubt, dass sich die ganze Küste und alle Nachbarländer durch den stinkenden Atem des Windes angesteckt haben, der aus der Region blies, die von der Pest verseucht ist. Tag für Tag. Mehr und mehr Menschen sterben. Nun, mit Gottes Willen, hat sie uns erreicht. Wie viele fromme und gebildete Menschen glaubte Heiligen, die Pest sei ein ansteckender Wind, der von einem wütenden Gott über den Kontinent geblasen wurde. Moralischer Verfall, so war die Überlegung, hatte zu einer solchen göttlichen Vergeltung geführt. Richtig große Krankheiten sind Gottes Angelegenheit. Er bestrafte Ägypten mit Plagen, die Israeliten mit Plagen. Die Leute suchten also nach anderen Formen von Schmutz, nach Sündhaftigkeit, nach dem Bösen, nach moralischer Verschmutzung. Es war eindeutig eine Zeit, in der man treu an seinem Glauben festhalten sollte. Der Papst verkündete, der Weg zur Erlösung und zum Überleben seien Gebete, Frömmigkeit und religiöse Prozessionen. Aber das alles half nicht. Es starben so viele, dass der Papst anordnete, riesige neue Friedhöfe zu weihen, um die Berge verwesender Leichen zu begraben. Er weihte sogar die Rhone, sodass Leichen in den Fluss geworfen werden konnten. In Avignon begrub man in 6 Wochen 11.000 Menschen. Man verlor 1/3 der Kardinäle und die Hälfte der Bevölkerung. Avignon als das Zentrum des Christentums blieb also eindeutig nicht verschont. Ließ die katholische Kirche die Frommen im Stich? Manche waren davon überzeugt. Eine außergewöhnliche Bewegung von extremistischen Laien entstand. Sie wurden als die Flagellanten bekannt und forderten die Kirchenbehörden direkt heraus. Wir wurden Zeugen frommer Prozessionen, bei denen Litaneien gesungen wurden. Männer wie Frauen, manche barfuß, andere mit härenen Gewändern, eingerieben mit Asche, zogen wehklagend und weinend in einer Prozession. Manche schlugen sich brutal mit Peitschen, bis das Blut lief. Die Flagellanten zogen von Stadt zu Stadt und peitschten sich selbst und andere in eine Raserei grausamer Reue. Robert von Avesbury beobachtete eine der Prozessionen.
Alle trugen Kapuzen, die vorne und hinten mit einem roten Kreuz bemalt waren. Und eine Peitsche mit drei Lederriemen. In jedem Riemen war ein Knoten. Etwas Spitzes, wie eine Nadel durch dessen Mitte gesteckt. Während sie gingen, sangen sie christliche Litaneien. Und einer wie der andere schlugen sie sich mit der Peitsche auf ihren nackten und blutenden Körper. Zeitzeugen berichten von Flagellanten, die sich selbst so schlugen, dass das Blut die nahen Gebäude bespritzte. An was denken Menschen bei einem solchen Spektakel? Daran, wie Jesus für ihre Sünden litt und blutete. Hätten die Leute etwas Aussagekräftigeres tun können, um diese schreckliche Heimsuchung abzuwenden? Dieses theatralische Ritual zog riesige Massen an, die auf Erlösung hofften. Das bestürzte die Kirche. Die Kirche mochte die Flagellanten gar nicht, weil es eine Laienbewegung war, ein selbstgebastelter Katholizismus. Das Letzte, was die Kirche mitten in einer Seuche brauchte, war eine Menge Spinner, die von Stadt zu Stadt zogen. Man hielt sie für geistesgestört. Die Kirche verbreitete die Religion durch die Priester, durch die Sakramente. Deshalb hielt man die Flagellanten für extrem gefährlich. Die Versprechen der Flagellanten erwiesen sich als leer und tödlich. Dieser bizarre, umherziehende Mob half lediglich dabei, die Krankheit noch schneller zu verbreiten. Nach mehreren Monaten des Schreckens war Avignon, das religiöse Herz Europas, eine Geisterstadt geworden. Kurz gesagt, war die Hälfte der Avignoner tot. Weswegen es in den Mauern der Stadt über 7000 Häuser gibt, in denen niemand lebt. Alle Bewohner sind gestorben. Und im Umland gibt es wohl keinen, der überlebt hat. In seinem Bemühen, davonzukommen, schenkte der Papst sein Vertrauen einem talentierten jungen Arzt. Er hieß Guy de Chauliac und wurde päpstlicher Leibarzt in Avignon. Die Pest war eine Schande für die Ärzte, die nicht helfen konnten, vor allem da sie aus Angst vor Ansteckung davor zurückschreckten, die Kranken zu besuchen. Selbst wenn sie es taten, erreichten sie nichts und sie erhielten kein Honorar, weil alle Siechenden starben, bis auf sehr wenige. Für frühere Seuchen gab es so manche Medizin. Für diese nichts. De Chauliacs Geschichte war bemerkenswert. Er steckte sich an der Krankheit an, während er andere pflegte, und behandelte sich qualvolle 6 Wochen lang selbst, indem er die Beulen aufschnitt. Seine Freunde hatten ihn dem Tod überlassen. Aber erstaunlicherweise war er einer der Glücklichen, die sich erholten. Danach versuchte Guy de Chauliac unermüdlich, die Natur der Krankheit zu enträtseln. Indem er Autopsien durchführte, konnte er erkennen, dass die Lungen der Opfer infiziert waren. Der Beweis, wie er behauptete, für Gottes verdorbenen Pesthauch. Die Atmung wird beeinträchtigt. Die Menschen leiden an der Lunge. Und wenn diese befallen ist, kann kein Mensch entkommen oder mehr als 2 Tage leben. De Chauliacs Aufzeichnungen erlauben uns einen Blick auf die Symptome der mittelalterlichen Krankheit. Übrigens kann auch die moderne Medizin nicht erklären, was der schwarze Tod war. Theorien gehen von einer Mischform aus Beulenpest und hämorrhagischer Pest aus. Aber eigentlich blieb bis heute diese Krankheit ein Rätsel. Doch als der scharfsinnigste medizinische Beobachter seiner Zeit wusste de Chauliac, dass sie durch menschliche Kontakte verbreitet wurde. Dementsprechend beriet er den Papst. Zur Prävention war das beste Mittel zu entfliehen, bevor man angesteckt wurde.
das Blut durch Aderlass zu verdünnen, das Herz durch Obst und Wohlriechendes zu stärken und die Luft wohl zu reinigen durch Feuer. Der Papst tat, wie ihm geheißen, und isolierte sich von Hof und Dienern zwischen zwei riesigen offenen Feuern. Guy de Chauliac beriet den Papst vermutlich privat. Der Papst sollte sich so weit wie möglich aus der Gefahrenzone halten. Chauliac wiederum hielt Leute, die Kontakt mit der Krankheit hatten, vom Papst fern. Und glücklicherweise steckte sich tatsächlich keiner seiner päpstlichen Patienten an. Guy de Chauliac hatte triumphiert. Der Papst überstand den schwarzen Tod und überlebte. Aber das galt nicht für andere. In einer Welt, die danach trachtete, Gottes Wut zu besänftigen, bröckelte die christliche Toleranz. Die Gemeinschaft hob zu einer mörderischen Säuberung an. Nachbarn griffen sich gegenseitig an und suchten nach Sündenböcken, Ketzern, Außenseitern und den Juden. Wenn einer überzeugt davon ist, dass Gott wütend auf ihn ist, fragt er sich, was hat Gott wütend gemacht? Nur wenige Sünden sind schlimmer, als den einzig wahren Gott zu leugnen. Und in der Vorstellungswelt der Leute taten die Juden genau dies. Die Juden wurden des Komplotts angeklagt, das Christentum zerstören zu wollen. Im Frühjahr 1348 wurden Juden in Narbonne und Carcassonne aus ihren Häusern gezerrt und auf Scheiterhaufen verbrannt. Ein paar erbärmliche Männer waren im Besitz von seltenen Pulvern. Und ob gerechtfertigt oder nicht, weiß nur Gott. Sie wurden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben. Jetzt weigern sich ängstliche Menschen, das Wasser zu trinken. Einige dieser Männer wurden dafür verbrannt und täglich brennen mehr. Denn es erging Orde, sie so zu bestrafen. Die brutalen Gräueltaten wurden von Gerichtsdienern aufgezeichnet. Hier folgt das Geständnis einer Jüdin vom 8. Oktober 1348 im Schloss von Chillon. Belieta, die Frau von Aquetus dem Juden, wurde verhört. Und als das Verhör vorbei war, gestand sie, dass ihr der Jude Provençal ungefähr letzten Mittsommer ein Gift gab. Sie sollte es in die Brunnen schütten, um die Leute zu vergiften. Und sie nahm das Gift und tat, wie ihr gesagt. Tausende jüdischer Familien wurden zu falschen Geständnissen gezwungen und sodann zum Tode verurteilt. Katastrophal wie sie war, war die Pest nicht nur ein Desaster. Für einige Leute war sie eine Gelegenheit, Dinge zu tun, auf die sie schon lange gehofft hatten. Jetzt hatten sie die Möglichkeit dazu. Ausschussmitglieder wurden berufen, um die Juden in legalen Prozessen zu bestrafen. Sie sollten wissen, alle Juden, die in Villeneuve wohnten, sollten verbrannt werden. Um es brutal zu vereinfachen, für die vielen Christen, die Schulden bei jüdischen Geldverleihern hatten, war es eine Gelegenheit, sich ihrer Schulden zu entledigen, indem sie ihre Gläubiger beseitigten. Ein geplanter Prozess, von der Elite geführt. In sehr vielen Städten wurden jüdische Gemeinden ausgelöscht, bevor die Pest überhaupt ankam. In den 3 Jahren der Pest fanden in über 100 Städten und Gemeinden in Frankreich, Italien, der Schweiz und Deutschland Massaker an Juden statt. Europa war moralisch aus den Fugen. Im späten Frühjahr 1348 verfasste der Musiker des Papstes, Louis Heiligen, eine Warnung an die Kollegen in Nordfrankreich. Ich schreibe euch, innigst Geliebte, so dass ihr erfahrt, in welch Gefahr wir uns befinden. Und falls ihr wünscht, euch zu schützen, ist der beste Rat, dass der Mensch in Maßen essen und trinken soll und vor allem sich kaum unter Leute begeben möge. Am besten ist es daheim, bis die Epidemie vorüber ist. Aber für Louis Heiligen war es zu spät. Im Juli 1348 forderte der Schwarze Tod auch sein Leben. Europa war durch Pogrome zerrissen und in einer tiefen Glaubenskrise,
als die Pest den Ärmelkanal übersprang und das ländliche England heimsuchte. Was würde mit den seit Jahrhunderten bestehenden feudalen Gesetzen geschehen? Balancierte ganz Europa am Rande der Anarchie? Auf dem europäischen Festland war fast die Hälfte der Bevölkerung tot. England wartete ab. Stolz, religiös, ländlich, feudal. Wieder einmal kam der schwarze Tod über das Meer. Im Sommer 1348 erreichte er die Häfen von Southampton, Plymouth und Bristol. Die Pest verbreitete sich über die Insel, auf der 90% der Menschen auf dem Lande lebten. In England hatten unterwürfige Bauern seit Jahrhunderten die Ländereien ihrer Herrschaften bestellt und für ihren kleinen Landbesitz Pacht bezahlt. In den folgenden Monaten sollte durch das Wüten der Seuche die Gesellschaft auf überraschende Weise umgebaut werden. Seit dem 13. Jahrhundert war die Bevölkerung stetig angewachsen. Nach und nach war auch das kleinste Stück Land für den Getreideanbau umgepflügt worden. Das Verhältnis von Land und Leuten drohte aus dem Gleichgewicht zu geraten. Vor der Pest war das Leben für kleine Bauern sehr hart. Sehr viele lebten am Rande des Existenzminimums, von kleinem Landbesitz. Sie trotzten dem Land ihre Existenz ab. Das ländliche England war ungeschützt und verwundbar. Im Dorf Walsham the Willows in der Grafschaft Suffolk lebte eine Familie namens Danny. Nicholas Danny war mit Catherine verheiratet, eine junge Familie. Erwähnungen in den Gerichtsunterlagen der damaligen Zeit erlauben uns, sie authentisch erzählen zu lassen. Bewegende Einblicke, wie solche Bauernfamilien durch die Krankheit auseinandergerissen wurden. Im Mai 1349 klopfte der schwarze Tod bei ihnen an. Zunächst bewegte sich der Tod langsam, aber das Feuer breitete sich mit Intensität aus. Niemand schien es zu überstehen. Mein älterer Bruder William war einer der ersten auf unserem Gut, die der Pest erlagen. Er starb innerhalb von 3 Tagen, gefolgt von Frau und 3 Kindern. Er ließ mir diese Hütte, 7,5 Morgen und die Sorge für einen Sohn. Wenn der Tod das Dorf heimsuchte, ging das Pachtrecht der Verstorbenen an die trauernden Überlebenden über. Niemand wusste, wer der Nächste sein würde. Wie alle anderen glaubten auch die Bauern, die Krankheit werde durch verdorbene Luft verursacht. Vergebens versuchten sie mit stark duftenden Kräutern wie Thymian, Rheinfarn und Wermut ihre Häuser zu reinigen. Alles, was sie damit erreichten, war, den Gestank des Todes zu überdecken. Meine Mutter folgte meinem Bruder sehr schnell ins Grab. Wegen des älteren Bruders Tod ging Mutters 5 Morgen an mich. Catherine und ich sind nun 3-mal so reich als vor Ausbruch der Pest. Wer weiß, wie lange das anhalten wird. Die anderen Dorfbewohner meiden uns. Sie glauben, unsere gesamte Familie sei infiziert. Ich wache mit der Angst auf, dass über Nacht die Schwellungen an meinen Kindern aufgetaucht sein können. In wenigen katastrophalen Monaten verlor Walsham mehrere 100 Seelen. Unter ihnen der Gutsherr. Er hinterließ seine Witwe, Lady Rose de Saxham, die mit der Krise fertig werden musste. Der Tod nahm meinen guten Gatten und tötete mehr als ein Drittel der Männer, Frauen und Kinder. Es herrscht nun ein solch schlimmer Mangel an Dienern, Handwerkern und Arbeitern in der Landwirtschaft, dass viele von uns Lords und den mit Habe wohl Ausgestatteten völlig ohne Service und Aufwartung auskommen müssen. Die Hälfte der Bevölkerung Englands scheint gestorben zu sein.
Beim Klerus ist dokumentiert, wie die Verstorbenen ersetzt wurden. Offensichtlich 40-50%. And that looks like 40-50%. In einzelnen Dörfern herrschte wohl der wahre Schrecken. In Jarrow etwa starben ca. 80% der Bevölkerung. Die immense Todesrate unter Arbeitern legte das ländliche Leben lahm. Einige Dörfer wurden aufgegeben, Gehöfte zerfielen zu Ruinen und Felder ließ man brach liegen. Wir müssen bedenken, dass die Leute nach dem Schwarzen Tod in tiefer Trauer gewesen sein müssen. Auch die Verzweiflung jener Monate, als die Seuche sie aus ihren Dörfern, ihren Städten trieb. Egal wo. Dennoch haben Bauernfamilien wie die Dennys die Situation ziemlich schnell in den Griff bekommen. Brachliegendes Land geht ans Dorf, bis ein neuer Pächter gefunden ist. Das geschieht im ganzen Landgut. Für den, der noch am Leben ist, gibt es eine reiche Fülle. Unsere Welt ändert sich. Allmählich zogen die überlebenden Bauern unvorhergesehene Vorteile aus dem großen Sterben. Sie waren gesucht und konnten höhere Löhne und niedrigere Pachten verlangen. Vor der Pest gab es reichlich Arbeiter. Arbeit war billig. Nach dem Schwarzen Tod war es sehr schwierig. Man bekam einfach keine Leute für die Arbeit, um das Getreide zu mähen, zu dreschen. Man fand keine Leute, die einem das Dach reparierten, wenn man ihnen nicht 2, 3 oder gar 4-mal so viel bezahlte wie zuvor. Quer durch das ganze Land streiften Landarbeiter die Fesseln der Vergangenheit ab. Die alte Ordnung veränderte sich. Ich hörte aus der Nachbargemeinde, 12 Arbeiter, Männer und Frauen, haben ihre Herren für höhere Löhne verlassen. Ein Gericht verurteilte sie ob Königsmissachtung. Doch sie sind weg. Das Gesetz holt sie nicht ein. Die feudalen Sicherheiten brachen auseinander. Die Dienstbande waren zum Zerreißen gespannt. Das Establishment selbst war in Gefahr. Ich habe unerträglich durch meine Arbeiter gelitten. Diese Not wird sowohl auf meinem Gutshof empfunden, als auch in ganz England, von den Lords wie vom Klerus. Deshalb erschienen die führenden Männer des Königreichs vor dem König und baten um ein Mittel, diese Probleme zu lösen. Galoppierende Löhne waren schlechte Nachrichten und die Antwort König Edwards III. Kam erstaunlich schnell. 1349, während die Pest wütete, befahl er den Arbeitern, Löhne auf dem Niveau von 1346 zu akzeptieren. Ein Zeichen dafür, wie verstört das Establishment war. Im ganzen Land wurden Kommissionen eingerichtet, die Leute, die über Gebühr für ihre Arbeit verlangten, zu Geldstrafen verurteilten. Aber das Gesetz von Angebot und Nachfrage erwies sich als zu stark. Der Schwarze Tod zwang einer unwilligen herrschenden Klasse soziale und wirtschaftliche Veränderungen auf. Diejenigen, die sich am unteren Ende der Pyramide befanden, witterten die Gelegenheit und ein neues Zeitalter. Das war eine politische Bedrohung für die gesamte gesellschaftliche Ordnung. Nicht nur ein, ich bekomme dieses Jahr nicht genügend Geld. Das politische System im mittelalterlichen England wurde destabilisiert. Trotz der Bemühungen des Königs und des Landes, die Entwicklung anzuhalten, trieb die Pest sie weiter voran. Im Herbst 1350, nach 3 Jahren des Schreckens und über 20 Millionen Menschenopfern, hatte die Pest die Grenzen Europas erreicht. Das große Sterben sollte bald nachlassen. Doch zuvor legte ein weiterer eindringlicher, hellsichtiger Zeitgenosse Zeugnis ab. Bruder John Clynn, ein irischer Franziskanermönch, glaubte, der Tag des jüngsten Gerichts sei gekommen. Während er gegen die Krankheit kämpfte, hinterließ er ein erstaunliches Vermächtnis. Ich, Bruder John Clint vom Orden der Minoriten in Kilkenny,
habe in diesem Buch die Ereignisse aus meiner Zeit aufgeschrieben. Auf dass solche Taten immer im Gedächtnis bleiben. Und den nachfolgenden Generationen nicht verloren gehen, hinterlasse ich ein Pergament, um die Arbeit fortzusetzen. Sollte in der Zukunft noch jemand am Leben, ein Sohn Adams, dieser Pest entkommen sein, möge er die begonnene Arbeit fortsetzen. Aber die Seiten, die der sterbende John Klin bewusst freigelassen hatte, symbolisierten mit der Zeit weit mehr als nur einen freien Platz, um die letzten Tage der Menschheit zu dokumentieren. Denn dies war nicht die Geschichte, die folgte. Für die überlebenden Söhne Adams verschwand die Krankheit schließlich. Der Krieg war vorbei. Bruder Klins freie Buchseite war ein unbeschriebenes Blatt, auf das eine neue Geschichte geschrieben werden sollte. In den Jahrzehnten nach dem Schwarzen Tod schlug die Pest immer wieder anfallartig zu. Doch nun sollte sich auf faszinierende Weise zeigen, wie unverwüstlich das mittelalterliche Europa war. Das Bemerkenswerte am Schwarzen Tod ist, dass sich die Leute nach dem ersten Schock von 1348 an ihn gewöhnten. Wir haben in den Abgrund geschaut und überlebt. Seuchen kehren alle 10 Jahre wieder, aber die haben wir auch überlebt. Im späten 14. Jahrhundert gab es eine enorme Energie, eine Lebensfreude, die sich in Malerei und Dichtung ausdrückte. Mit der Krankheit leben zu lernen, war eine Herausforderung, die die Männer und Frauen des Mittelalters nun annahmen. In der Malerei und im Geschichtenerzählen folgte eine Blütezeit der makaberen Kunst. Bilder, in denen die Menschen dazu angehalten wurden, sich mit den Schrecken von Tod und Zerfall auseinanderzusetzen. Die Kunst schien sich durch die Pest zu verändern. Es wurde ganz normal, Porträtierte als Skelette darzustellen, aus denen sich Schlangen winden. Oder eine gesunde Frau und direkt neben ihr ein Skelett. Der Schwarze Tod erinnerte die Menschen daran, dass er jeden traf. Deshalb diese Kupferstiche von Skeletten neben einer Person. Das spiegelte gewissermaßen das Gedankengut der damaligen Zeit. Der Tod ist dein ständiger Begleiter. Diese Botschaft wurde in vielen englischen Pfarrkirchen im späten 14. und 15. Jahrhundert dargestellt. In der Kirche von Lutterworth in Leicestershire erheben sich die Toten zum Ruf der himmlischen Trompeten. Die Bilder zeigen, dass der Tod unausweichlich ist, aber auch die Verzückung ewiger Auferstehung. Die Bilder von Toten lehrten im Mittelalter ironischerweise die Überlebenden, wie sie leben sollten. In Dörfern wie Walsham le Willows richteten sich Bauern wie die Familie Danny in der neuen Welt ein. Lady Rose verzichtet auf 12 Pennies pro Morgen, welcher uns 2 Schilling kostete, bis die Welt sich verbessert hat oder andere Pächter bereit sind zur vollen Pacht. So. Wir haben mehr Land, bezahlen aber weniger. Die Herren braucht uns mehr als wir sie. Einige Bauern sagten, wir akzeptieren die Dinge nicht mehr. Wir besitzen größere Verhandlungskraft, deshalb verlangen wir mehr. Wir wollen keine Frondienste leisten, sondern für höhere Löhne arbeiten, in andere Dörfer gehen, um andere Güter zu übernehmen. Viele Überlebende vom Land zog es in die Städte, wo sie das Vakuum füllten, das die städtischen Toten hinterlassen hatten. Nicht unser Wohlstand hat sich verbessert. Das Chaos, das die Pest auslöste, eröffnete Möglichkeiten. Meine Schwester Agnes, ein willensstarkes Mädchen, hat das Land der Lady verlassen und floh nach Ipswich, wo sie ohne Erlaubnis der Lady einen Schuster heiratete. Sie kennen seinen Namen nicht. Sie kann entkommen. So will es mir scheinen. Für die Bauern, die durchgekommen waren, war das Leben besser. Von den Landbesitzern konnte man das nicht behaupten. Meine Gebäude und Mauern zerfallen.
Das Gut brachte kaum 10 Pfund letztes Jahr. Kein Arbeiter nimmt Order von anderen, obgleich unter- oder übergeordnet. Und alle, die dienen, tun dies unwillig oder bösartig. 1353 traten auf Gut Walsham 55 Männer und Frauen sogar in den Streik. Es gab Grundbesitzer, die versuchten, alles wie früher beizubehalten. Das wurde ihnen sehr übel genommen. Man kann den Ursprung des Bauernaufstands von 1381 in der Unzufriedenheit der Bevölkerung sehen, die sich um ihre Möglichkeiten betrogen sah. Die englischen Bauern erprobten ihre Kraft in einer Gesellschaft, die von den Fesseln und feudalen Gesetzen des Hochmittelalters befreit war. Man könnte die Geburt der modernen Welt auf die Pest zurückführen. Sie markierte das Ende der Vorstellung, man sei auf eine soziale Identität festgelegt. Das nächste Jahrhundert wurde für die englischen Arbeiter ein goldenes Zeitalter. Allmählich wurde die Leibeigenschaft abgeschafft. Auch auf dem Festland schrieben die Überlebenden der Pest neue Kapitel der Geschichte. Unter ihnen Giovanni Boccaccio, Guy de Chauliac und Gabriele de Mussis. Während sich Europa erholte, wurden Millionen, die die Toten hinterlassen hatten, für den Wiederaufbau ausgegeben. Die Pisaner nahmen wieder die Arbeit an ihrem berühmten Wahrzeichen auf und stellten 1350 den Glockenturm fertig. In dieser Zeit blickte man nach vorne, nicht zurück. 1350 rief der Papst ein Jubeljahr aus, das alle Pilger ermunterte, nach Rom zu ziehen. Tausende waren unterwegs. Man sollte annehmen, das wäre das Letzte, was man nach einer Seuche gern tun würde. Es wirkte sehr erneuernd. Auch in den engen Straßen der italienischen Städte, in denen die Pest zuerst gewütet hatte, gab es ein langsames Wiedererwachen. In den nächsten 100 Jahren schöpften die Menschen der Renaissance neuen Stolz aus den klassischen Wurzeln der europäischen Kultur. Die Kreativität in der Architektur, der Literatur, der Kunst und der Wissenschaft schäumte geradezu über. Ideen, die den menschlichen Geist in seiner Welt feierten. Es war das schlimmste Jahrhundert, in dem man leben konnte. In keinem Zeitalter zuvor oder seither war die Bevölkerung Europas so nahe daran, einfach ausgelöscht zu werden. Aber die Menschen des Mittelalters hatten den Mut nicht verloren. Es ist lehrreich, sich daran zu erinnern, dass Europa den Schwarzen Tod überlebt hat. 300 Jahre lang brach die Seuche immer wieder aus und Europa überdauerte das. Das ist doch eine sehr gute Lehre, dass der menschliche Geist trotz einer solch entsetzlichen Not unverwüstlich ist. Langsam entstand eine inspirierende Legende vom menschlichen Überleben. Aus der Angst vor dem Weltuntergang und aus Verzweiflung erwuchs eine neue Vision von Hoffnung und Menschlichkeit.